Über 3000 haben am Anfang gewählt, der BMW i8. Jetzt sind es noch 3 Kandidatinnen und Kandidaten hier im Finale. Der grösste von ihnen ist der Ronny. Er ist aus dem Graubünden. Und du fährst normalerweise auch die grössten Gefährte, nämlich Lastwagen. Mit dem könntest du unten durchfahren, oder? Ja, schon nicht ganz, aber kommt näher dran her. Ja. Und richtig hibbelig ist die hier hinten dran. Die Alexandra aus dem Rintel. Du bist ein bisschen nervös, gell? Ja, ein bisschen. Ich denke, das ist auch verständlich. Zwischen dem Lastwagen her und dem Polizisten, aber ja, ich gebe mein Bestes. Ja, und der Polizist der steht gerade nebendran. Ich meine, mit so einem würdest du, glaube ich, jeden Räuber fassen. Das ist, glaube ich, definitiv so, ja. Das würde ich jedem nachmachen, ja. Und seht ihr, wie sie alle noch am Grinsen sind? Das vergeht ihnen jetzt gerade, weil wir haben jemanden organisiert. Der schlimmste Fahrlehrer von der ganzen Schweiz, weil ich meine war, der Marcel Stäbel. Du bist ein harter Fahrlehrer. Ja, ich bin sehr ein harter, also muss ich wirklich sagen. Ich frage mich heute noch eigentlich, wie ich heute Reif durchgebracht habe, überhaupt an der Prüfung. Also bin ich selber ein bisschen stolz dazu, muss ich sagen, ehrlich. Du bist einfach froh gewesen, bist mich losgeworden. Jetzt gilt es ernst für Kandidatinnen und Kandidaten. 4 Challenges mit dem Karren. Wer am besten Abschnitt nimmt ihn am Schluss mit. Los geht's mit der ersten Challenge. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten gehen zurück in die Fahrerschule. Die i8 haben sich noch nicht verdient. Sie fangen jetzt zuerst mal auf einem anderen Auto an. Und ganz ehrlich gesagt, ich traue denen noch nicht so. Darum gehe ich jetzt mal aus dem Auto. Viel Spass bei der Fahrt, Alexander. Hast du gut gemacht. Tschüss. Die erste Challenge, die Fahrerprüfung, ist durch. Ein Auto ist ohne Blechschaden zurückgekommen und auch der Marcel Stäbel, so gut wie ich das einschätzen kann, ist mehr oder weniger ohne Schaden zurückgekommen. Wie haben sie es gemacht? Also ich muss sagen, sie haben es alle recht gut gemacht. Sie haben sich Mühe gegeben eigentlich und sie haben ihr Bestes gegeben. Es hat sicher ein paar Fehler gegeben und so, das ist klar. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Einschätzung der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten. Fangen wir mit Alexandra an. Dann sind wir mit ihr gefahren und ich kann ihr eigentlich Bewertung geben. Es gibt ein paar Sachen, die man besser machen kann, ob im Fahren oder in der Voraussicht. Wie zufrieden bist du mit dem Patrick? Auch mit dem Patrick muss ich sagen, ist auch schön, wir stehen wieder da nach dem Fahren. Nein, es ist eigentlich gut gegangen. Es gibt auch die Sachen, die man natürlich klar verbessern können. Er weiß das selber auch. Aber er hat es natürlich nicht schlecht im Griff, gegen gute Ausreden. Was kannst du zum Ronny sagen? Mit dem Ronny, muss ich sagen, ist natürlich sicher auch ein bisschen seine Vorgeschichte von seinem Fahren her. Haben wir auch ein bisschen reinschauen können. Als Lastwagenfahrer. Als Lastwagenfahrer. Ganz sicher, dass das sicher auch ein bisschen reinverlaufen wird. Auch dort hat es sicher Sachen, die man verbessern kann. Das weiß er selber auch. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist bei allen drei recht gut gegangen. Ich bin froh, sind alle wieder zurück und damit bereit für die nächste Challenge, Nummer 2.